Hallo Freunde, mein Name ist Orkan Asimov und ja, ich hätte es selbst nicht gedacht, aber ich mache ein Video über Miguel Pablo. Ich habe eine Zuschauerfrage auf Facebook von einem Abonnenten bekommen, der mich erstmal auf das letzte Video von Miguel Pablo hingewiesen hat und der mich gefragt hat, ob durch die Drogen tatsächlich eine Psychose entstehen kann. Ich habe mir das Video von Miguel Pablo angeschaut und ich hielt nichts von ihm. Ich fand es nicht cool, wie er in manchen Videos mit dem Geld angegeben hat und einen auf cool getan hat und Highlife und so weiter und so fort in seinen jungen Jahren. Habe auch ehrlich gesagt nicht viele Videos von ihm geschaut. Nur wenn andere YouTuber irgendwie über ihn Videos gemacht haben, bin ich darauf aufmerksam geworden. Auf jeden Fall, als ich mir das Video angeschaut habe, fand ich es schon sehr traurig und der hat mir sehr leid getan, weil er hat sich ganz anders benommen. Er wirkte auf mich ganz anders. Wie auch in dem Video sagt, wirkt er auf mich sehr gedämpft durch die Medikamente, die er jetzt einnimmt, weil er die Psychose hat. Er sagt bei dem Video, dass der Auslöser der Psychose bei ihm die Drogen seien. Und das ist auch höchstwahrscheinlich der Fall. Er sagt halt, dass er sehr, sehr viel gefeiert hat in der letzten Zeit, sehr viel Alkohol getrunken hat, sehr viel Drogen genommen hat. Und das war alles zu viel für seinen Körper, für seine Seele. Und deshalb hat er dann die Psychose bekommen. Aber um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ob eine Psychose durch Drogen entstehen kann, ja, definitiv. Da fragen sich auch manche, es gibt Millionen Menschen, die Drogen nehmen. Es haben aber nur 1% der gesamten Menschheit eine Psychose. Ja, Freunde, es ist auch nicht ganz so einfach. Man weiß bis heute nicht, was die Ursache einer Psychose ist. Man geht davon aus, dass es genetisch bedingt ist. Und ich gehe auch davon aus, dass in seinem Fall er auf jeden Fall psychisch veranlagt war. Weil es gibt halt viele Menschen, die so übertreiben wie er, aber keine Psychose bekommen. Er war irgendwo, sagen wir mal, eventuell auch unterbewusst psychisch vorbelastet und komplett der falsche Typ dafür. Durch das Video habe ich auch komplett anderes Bild von ihm bekommen. Ich habe dann ein anderes Video noch geschaut, ein Video, was er mit seiner Mutter gedreht hat. Und da war er schon krank in dem Video. Und ich habe gemerkt, dass er sich in seinen Videos davor eigentlich anders gegeben hat, als er wirklich ist. Und das deutet für mich auf jeden Fall darauf hin, dass er, sagen wir mal, irgendwo psychisch vorbelastet war. Auf jeden Fall hatte er sicherlich inneren Konflikt. Ich glaube, eigentlich ist er ein ganz netter Kerl und nicht so ein Arschloch, wie viele denken. Die denken das natürlich zu Recht wegen seinem Verhalten. Was ich aber gar nicht korrekt finde, sind die ganzen Kommentare von Leuten, die unter seinem Video schreiben, geschieht ihm Recht oder Karma is a Bitch und so weiter und so fort. Ich meine, klar hat er sich irgendwo daneben benommen, aber er hat euch nichts getan. Deshalb verstehe ich nicht, warum man gerade jetzt in so einer schlimmen Phase seines Lebens ihn auch irgendwo fertig machen muss. Aber viele freuen sich über seinen jetzigen Zustand, wie gesagt, was ich sehr schade finde. Viele haben auch in den Kommentaren unter seinem Video gefragt, was eine Psychose ist. Und da habe ich mir gedacht, ich muss auf jeden Fall ein Video dazu machen und das Ganze mal grob zusammenfassen. Psychose ist eine sehr, sehr schwerwiegende psychische Krankheit. Wie gesagt, 1% der ganzen Menschheit sind davon betroffen. Bei 25% der Betroffenen bleibt die Psychose nur als eine einmalige Episode, die dann nie wieder zurückkehrt. Das heißt, es könnte jetzt bei Miguel Pablo so sein, dass er das jetzt einmalig nur erlebt, diese paar Monate, und dass er danach, sagen wir mal, komplett geheilt ist und nie wieder ähnliche Symptome spüren wird. Aber es sind nur 25% der Menschen, bei denen das so ist. Bei den anderen 75% ist oft die Psychose wiederkehrend. Das heißt, immer wieder, wenn irgendwelche Auslöser kommen, die die Psychose auslösen können, natürlich auch Drogen in dem Fall, kann die Psychose immer zurückkommen.
Und bei manchen hört sie quasi nie auf. Die wird mal besser, mal schlechter, aber die bleibt dein Leben lang. Das ist natürlich die schlimmste und katastrophalste Form, die ich niemandem wünschen würde. Was sind denn die Symptome einer Psychose? Man hat akustische und visuelle Halluzinationen. Man sieht also Dinge, die gar nicht da sind. Man denkt aber, die Dinge wären echt. Es ist also nicht wie auf Drogen. Pseudo-Halluzinationen, wo man bestimmte Dinge sieht, die nicht da sind, aber man weiß, die sind drogeninduziert, sondern du denkst bei einer Hypnose, dass die Dinge echt sind. Und das bringt dich halt zum Durchdrehen. Man hört natürlich ständig Stimmen. Oft erweisen sich auch die Gedanken als Stimmen. Also man hört die Gedanken, als wären die Stimmen. Man kann bei einer Psychose depressive Episoden erleben und auch manische Episoden erleben. Das heißt, wo man überglücklich ist und verrückte Dinge macht. Das komplette Gegenteil quasi einer Depression. Man kann eine Ich-Störung haben oder sogar eine Ich-Auflösung. Das heißt, man weiß nicht, wer man ist für eine Zeit lang. Oder man verliert sogar sein eigenes Ich. So eine Ich-Auflösung passiert auch häufig unter halluzinogenen Drogen. Die Betroffenen bilden sich oft eine komplett eigene Welt, in der sie denken, dass sie irgendwie Auserwählte sind. Und sie nehmen auch viele Dinge extra für sie bestimmt wahr. Also sie denken, alles, was passiert auf der Welt, hat was mit denen zu tun. Und die nehmen quasi alles persönlich und denken, das wäre eine Nachricht für sie. Oft denken die auch, die wären Propheten oder die wären Götter. Also jemand, der eine Psychose hat, würde im Alltag von den Otto-Normalverbrauchern als verrückt bezeichnet werden. Also quasi der typische Verrückte. So kannst du dir einen Psychose-Betroffenen vorstellen. Und natürlich leidet auch ein Psychose-Betroffener unter Konzentrations- und Schlafproblemen. Aber ich denke mal, im Vergleich zu den anderen Symptomen sind es eher Kleinigkeiten. Wie kann man so eine Psychose behandeln? Es gibt dazu viele Medikamente, die in dem Bereich eingesetzt werden, die sehr, sehr stark sind und die leider sehr starke Nebenwirkungen haben. Das kann man natürlich sehr gut in dem Video von Miguel Pablo sehen, wie er drauf ist. Viele sind noch viel schlimmer drauf. Die sind so gedämpft, dass sie kaum richtig reden können oder kaum lachen können oder kaum irgendwelche Emotionen verspüren können. Aber es ist nun mal das Einzige, was wir haben, was die Symptome lindern kann. Viele würden jetzt wieder sagen, die böse Pharmaindustrie und so weiter, aber Leute, gibt es denn bessere Alternativen? Ich meine, wenn der Junge jetzt die ganzen Medikamente nicht bekommen würde, würde er komplett durchdrehen und eventuell würde das Ganze sehr, sehr schlimm enden. Aber jetzt hat er die Möglichkeit, eventuell sich zu heilen. Natürlich nicht durch die Medikamente, aber dadurch, dass sich, sagen wir mal, sein Gehirn wiederherstellt. Denn auf jeden Fall weiß man, dass bei der Psychose die ganzen Neurotransmitter im Gehirn, wie Dopamin und Serotonin, durcheinander kommen. Und natürlich kann man denken, dass jetzt die Medikamente dein Gehirn noch mehr durcheinander bringen. Aber in vielen Fällen helfen die Medikamente wirklich. Und wie gesagt, wir haben im Moment nichts anderes da, also muss man diese nebenwirkungsstarken Medikamente nehmen. Ja, Freunde, ansonsten, was ich noch dazu sagen kann, ist, haltet euch am besten von Drogen fern. Denn natürlich, in den meisten Fällen werdet ihr jetzt keine Psychose bekommen. In 99% der Fällen nicht. Aber was, wenn ihr auch so eine Veranlagung habt? Oft hat nur ein Trip gereicht, dass man eine Psychose bekommen hat. Und nur weil ihr irgendwie seht, dass es euren Freunden damit gut geht, heißt nicht, dass es euch auch damit gut gehen wird. Informiert euch also ganz genau, was die Droge mit einem macht. Und eine Psychose können nicht nur Halluzinogene oder andere Drogen verursachen. Eine Psychose können auch die legalen Drogen verursachen, wie zum Beispiel auch Alkohol. Deswegen übertreibt auch nicht mit dem Alkohol. Trink am besten gar keinen Alkohol. Ich trinke auch gar keinen Alkohol und mir fehlt nichts. Passt auf jeden Fall auf eure Psyche auf. Denn sonst kann man so enden wie Miguel Pablo und es kann wirklich sehr schlimm sein. Wie gesagt, ich wünsche dem Jungen alles Gute, aber man weiß nicht, ob er jemals
wieder der Alte sein wird. Man weiß es nicht. Was denkt ihr zu der ganzen Geschichte mit Miguel Pablo? Findet ihr das gut, was die Leute unter seinem Video machen in den Kommentaren? Dass sie ihn beleidigen und finden, dass es ihm recht geschieht? Oder tut der Junge euch eher leid? Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns in dem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin, Peace.